Morgen, Leute, es ist 3:37 Uhr. Es ist viel zu früh. In ungefähr 3 Stunden sind wir gerade abgeflogen. Wir fahren jetzt gleich zum Flughafen nach Düsseldorf. Naja, müssen wir nicht einchecken. Ich bin so unfassbar müde. Ich habe so schlecht geschlafen. Ich habe fast gar nicht geschlafen. Ich glaube, das wird darauf hinauslaufen, dass wir. Entschuldigung, dass wir erstmal nach Starbucks hier und ich mir einen Latte Macchiato hole oder so mit Sojamilch, weil. Oh Gott, ich penne ansonsten ein. Das ist meine Mama. Wir haben es durch die Sicherheitskontrolle geschafft Ja. und sind erstmal bei Starbucks, weil wir umkippen würden, wenn wir jetzt keinen Kaffee trinken würden. Also, ich hab, glaube ich, 2 Stunden geschlafen oder so. Das ist echt heftig. Ich auch. Wir fliegen jetzt nach Rom und von Rom aus nach Moskau. Ich sehe euch dann am Flughafen in Rom wahrscheinlich. Ladies and gentlemen, hello again from the flight deck. I'm your first officer and your pilot flying for our trip to Rome with some information. Wir sind gerade jetzt in Rom gelandet, sind durch die Passkontrolle durch und jetzt geht's zum neuen Gate. Bislang alles reibungslos. Mal schauen, wie es weiterhin. Das Bild da kenne ich. Jetzt weiß ich auch, wo das herkommt. Schaut euch mal das Hotel an. Wir sind im Zentrum von Moskau, quasi direkt neben dem Bolschoi-Theater. Wie geil ist das denn? Guck dir also die Bilder, guck dir an. Ja. Da muss man. Und gut, dass meine Mutter Russisch spricht. 1912. Ja, немножко по-русски, мама с ней. Oh mein Gott, Leute. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schaut euch mal den Spiegel an, der ist. Das ist unfassbar, wie hoch das einfach ist. Und wir haben hier nur, glaube ich. Für den 30.07. bis 2.08. Ja. irgendwie nur 250 Euro für bezahlt. Rubel. Na, 200. Und das Geniale ist, als wir hier gerade von der U-Bahn hingelaufen sind, haben wir gesehen, dass da so eine Hütte war und da stand vegan drauf. Und wir gehen da einfach mal hin, weil wir. Vis-à-vis ist ja Kaffee. Kaffeehaus. Stimmt, und ein Kaffeehaus. Und wir sind am Verhungern. Deshalb duschen wir uns jetzt und gehen dann gleich los. Ja. Wir haben uns gerade Eis geholt, vegan. Ich habe 2 Beerensorten. Meine Mom war echt so verrückt und hat sich Chili-Eis gekauft. Lecker, kann ich nur empfehlen. Ja, eine probier das Kugel, mal. Eine Kugel auf Russisch heißt Scha. Wusste ich vorher nicht. Ja, Scha kostet 150 Euro. Du isst Chili-Eis. Ich esse unfassbar. Chili. So, hier sind wir auf dem Roten Platz. Das ist das Mausoleum von Lenin, die berühmte Kathedrale und das Warenhaus Gumm. Habt ihr mir echt größer vorgestellt? Wir gehen ihn jetzt einfach mal ab und schauen mal, was uns so interessiert. Wir sind jetzt hier im berühmten Gumm in dem Kaufhaus. Es ist echt unfassbar groß vor allem. Es gibt diese 3 parallelen Gänge, dann noch mehrere Etagen, die ganzen Brücken dazwischen. Aber echt alles. Wunderschön. Wir sitzen gerade draußen und essen in einem vegetarisch-veganen Restaurant. Barsch, war die Idee von meiner Mutter. Da drüben ist die Svetjakov-Galerie. Und wir lassen uns das jetzt schmecken.
Stimmt. Das ist also sein Häuschen, aber natürlich vegan sein. Ja, ja, genau. Nicht, dass man denkt, also, dass wir... Nee. Wir waren jetzt gerade essen und sind noch auf dem Weg zu einem Supermarkt. Wir haben uns den Weg erklären lassen von dem Kellner, weil wir immer noch Hunger haben. Zum Supermarkt müssen wir zum Magnolia. Und Magnolia befindet sich auf der Straße Balshaya Yakimanka. Mal schauen, ob wir die finden werden. Ja, ich bin gespannt. Ich bin nach wie vor hungrig. Ich finde diese russischen und polnischen Portionen immer so klein im Restaurant. Ja, es ist so wenig. Minimalistisch, muss man denken. Nein, ich brauch meine 3000 Kalorien am Tag. Wir suchen den Laden. Ja. So, das war's für heute. Der Tag war lang genug. Wir liegen jetzt im Bett und gehen jetzt gleich schlafen. Ich muss morgen unbedingt einen Rasierer kaufen, morgen früh. Denn ich will mir den Bart nicht noch länger wachsen lassen und man darf ja keine Rasierklingen mit ins Flugzeug nehmen. Deshalb muss ich mir einen neuen holen. Ätzend. Aber naja, was will man machen? Morgen haben wir vor, ins Lenin-Mausoleum zu gehen, falls wir Zeit haben, noch so ein paar andere Sachen zu machen. Ich weiß noch gar nicht, was genau. Entscheiden wir spontan. Bis dann, Leute.